Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reagieren wir einfach mal heute auf Plankton. Und zwar wie Kokistan ganz Europa veränderte. Fast, das hört sich interessant an. Bevor es aber losgeht, schaut doch mal hier bei einem Zuschauer von mir vorbei. Der hat mir dieses Mikrofon hier geschenkt. Wenn ihr mal nach... Warte, ich kann ja mal eben das Bild groß machen. Da hier. Mach ich mal ganz kurz groß. Da hier der Kollege, also der Zuschauer, der hat mir hier dieses Mikrofon geschenkt. Coole Sache auf jeden Fall. Jetzt kann ich auch, jetzt muss ich nämlich nicht mehr das Ansteckmikrofon benutzen. Ich hatte nämlich hier, hatte ich ein Ansteck, oder da hatte ich ein Ansteckmikrofon dran gemacht. Und ich habe nicht so gern jetzt irgendwie ein Ansteckmikrofon dran, und deshalb jetzt habe ich halt ein normales Mikrofon für Gaming, wofür man das halt eben braucht. So, los geht's mit dem Video. Na, ist hier noch irgendjemand anbei, der sich an mein Vogelvideo vom letzten Sommer erinnern kann? Als wäre es gestern gewesen. Oh, und hallo, liebe EZB. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ihr zuschaut. Und auch keine Ahnung habt, was ich da gemacht habe. Das war alles nur ein kleiner Scherz. Und mein absoluter Lieblingsanwalt hat mir auch bestätigt, dass ich hier auch keine Wahlmanipulation begangen habe. Weil das war ja auch alles nur eine Empfehlung. Mein PC ist einfach gerade ziemlich langsam, weil ich im Hintergrund ein Update mit Fortnite mache. Mit Epic Games. Und das zieht einfach ziemlich Leistung. Wir gucken jetzt einfach mal das Video an, ne? Ab zu Jesus in den Himmel. Ab zu Jesus in den Himmel. Ab zu Jesus in den Himmel. Von mir gewesen. Votet wie ihr mögt, das ist schon okay. Flüsse sind auch recht vielversprechend. Und das war ja sowieso alles nur eine Umfrage und keine richtige Wahl, wie dem auch sei. Worum geht's hier eigentlich? Die Europäische Zentralbank hatte letzten Sommer die Idee gehabt, eine Online-Umfrage durchzuführen, wo wir hätten alle abstimmen können, welche Motive denn auf unsere neuen Euro-Scheine kommen sollen. Aktuell rocken wir immer noch dieselben 6 Bauwerke. Also die Soundeffekte, die finde ich immer wieder ziemlich gut. Die in dieser Form nicht einmal in echt existieren. Die EZB wollt frischen Wind. Was ist das, Detlef? Und gab uns eine Liste an neuen Kategorien, für die wir dann hätten voten können. Wie zum Beispiel Bauwerke, Menschen, Flüsse und vor allem Vögel. Ich fand ja eine Realität, wo wir alle mit Vögeln in unseren Taschen herumlaufen, so geil, dass ich ein Video droppte, in welchem ich euch die Vorzüge aufzeigen wollte, Vögel auf unseren Euroschein zu haben. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und die EZB... Wenn Plankton hier wirklich das Video sehen sollte, ne? Also jetzt mal ohne Scherz, sollte Plankton wirklich dieses Video hier sehen, würde mich einfach interessieren, ob Plankton früher SpongeBob geguckt hat. Weil da sind so viele Soundeffekte drin, die mich halt an SpongeBob erinnern. Ich kam mit einer Pressemitteilung um die Ecke, der sie zu haben. Offen so geil, dass ich ein Video droppte, in welchem ich euch die Vorzüge aufzeigen wollte, Vögel auf unseren Euroschein zu haben. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und die EZB kam mit einer Pressemitteilung um die Ecke, in der sie meinten, dass das Umfrageergebnis nun feststeht. Und auf dem ersten Platz gelandet, mit ganzen 21%, ist die Kategorie Europäische Kultur. Auf Platz 2 kamen Flüsse und auf Platz 3... Vögel. Na, immerhin auf Platz 3. Papa, ich habe beim Stundenlauf den dritten Platz belegt. Okay. Aber das bedeutet, dass es ja 2 Eltern gibt, die glücklicher sind als ich. Die EZB schien daraufhin wild genug zu sein, um ausnahmsweise mal in Betracht zu ziehen, einfach alle 3 Kategorien in einen Topf zu werfen, was ja auch absolut legitim ist. Nur fand ich irgendwas an dieser ganzen Sache so ein bisschen sass. Ich meine, halb Gurkistan hatte Bock auf Vögel und die gesamte Umfrage sammelte nur etwas über, was, 20.000 Stimmen? Versteht mich nicht falsch, ich will mich hier ungern als den Dödel darstellen, der einfach easy peasy mit seinen YouTube-Spielereien irgendwelche echten Impacts erzeugen könnte. Ich fand's halt lediglich etwas, aber auch nur etwas komisch. Also schaute ich mir die EZB-Umfragewerte noch einmal etwas genauer an. Und scheinbar gab es da irgendwie 2 Umfragen? Es gab eine, nennen wir sie mal, analoge Umfrage, wo über 20.000 Menschen in Europa daran teilgenommen haben. Und aus dieser Umfrage ging halt genau dieses Ergebnis hervor. Die zweite Umfrage hingegen war die Online-Umfrage, wo wir auch alle mitmischten. Und bei der haben nicht etwas über 20.000 mitgemacht, sondern einfach mal 165.000 Menschen. Und was haben die alle so abgestimmt? Etwa genauso wie die 20.000 Menschen, die EZB sagt. Ja, die ersten 3 Plätze der Online-Umfrage sind identisch zu den ersten 3 Plätzen der analogen Umfrage, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge.
was? Herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle in den Top 3. Ich sag euch aber nicht, in welcher Reihenfolge, weil es ja auch lachs. Okay, warte. Dass Vögel auf dem dritten Platz gelandet sind, basiert lediglich auf einer separaten Umfrage, bei der 7-mal weniger Menschen mitgemacht haben als bei der Online-Geschichte? Aber wo genau sind dann Vögel bei der Online-Umfrage gelandet, bei der ganze 165.000 Menschen mitgemacht haben? Verdammt, konnten wir tatsächlich als die vermutlich geilste Community der Welt irgendeinen Impact in Europa bewirken? Zumindest auf Papier. Konnten wir Vögeln genau die Aufmerksamkeit widmen, die Vögel auch verdient haben? Diese Frage musste einfach beantwortet werden. Also habe ich die Europäische Zentralbank einfach direkt angeschrieben. Und ein sehr netter Pressesprecher schickte mir einfach super fix eine verdammt detaillierte Analyse der Umfrageergebnisse als PDF. Haltet eure kleinen Bäckchen fest. Was sehen wir hier? So viele Menschen haben aus den jeweiligen Ländern mitgemacht. Sieht nicht so spannend aus. Ist ja auch die analoge Umfrage. Hier die Online-Umfrage. Was ist denn mit Deutschland los? Sind wir so ein Land, das ständig Bock hat, zu allem unsere Meinung abzugeben? Oder warum sind wir so exorbitant hoch? Hochgerankt. Hier sind die Top 3 Ergebnisse beider Umfragen. 21 analoge Points go to europäische Kultur. Online erzielte das Thema 23%. Da ist ja jetzt kein großer Unterschied. 18% aus Straßenumfrage XXL ging an Flüsse. 16% kam online. Vögel sind wir, wie wir wissen, auf Platz 3 und erzielten offline 17%. Aber was ist denn jetzt mit online? Wenn man Plankton so sich anschaut, denkt man so, nee, da geht nichts mehr. Wir brauchen keine Menschen oder Bauwerke. Unsere Welt braucht mehr Vögel. Okay. 34% haben online für Vögel abgestimmt. 34, das ist mit Abstand der höchste Rank ever. Okay, ich hab... Genau das gefällt mir an Plankton, ne? Dass er mit manchen Sachen übertreibt. Und dass manche Sachen so unerwartet sind. Zwei große Fragen. Wenn Vögel in der Online-Umfrage so hart rasiert haben, warum wurde dies von der EZB nicht als ein eindeutiges Ergebnis gesehen, in Zukunft nur Vögel auf Euroscheine zu schmeißen? Auch das habe ich die EZB persönlich gefragt und ihre Antwort schien eigentlich recht plausibel. Auch wenn man argumentieren könnte, dass Vögel in der Online-Umfrage gewonnen haben, haben die anderen beiden Themen in beiden Umfragen recht viel Zuspruch erhalten. Sinn und Zweck der Umfrage war es nicht festzustellen, dass nun 21%... Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. Ich nehme mir wirklich ein bisschen laut. Ein bestimmtes Thema haben wollen und der Gedanke war, eine breite beiden Umfragen recht viel Zuspruch erhalten. Sinn und Zweck der Umfrage war es nicht festzustellen, dass nun 21% ein bestimmtes Thema haben wollen und die restlichen 79 können sich gehen. Der Gedanke war, eine breite Präferenz der. Der Sinn dahinter ist einfach, dass man mich auch klar und deutlich hören kann, wenn ich halt irgendwas sage, und deshalb habe ich das Video leiser gemacht, ne? Das macht Montana Black auch manchmal, ne? Ich habe halt gedacht, einfach nur, damit es nicht so laut auf den Kopfhörern ist. Aber ich glaube nicht, dass es halt, dass es irgendwie zu laut auf den Kopfhörern sind, sondern damit man ihn einfach, glaube ich, besser hören kann. Und deshalb habe ich das ja auch gemacht. Der europäischen Bevölkerung einzuholen. Deswegen hat sich die EZB auch für alle drei Kategorien entschieden, weil sie bei beiden Umfragen mit Abstand am stärksten gewählt wurden. Ich finde das völlig legitim. Und die zweite große Frage wäre, haben Vögel im Online-Voting rasiert und das wegen uns? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich meine, einerseits hat Deutschland im Vergleich zu allen anderen Staaten mit Abstand am häufigsten abgestimmt. In Relation zu der Offline-Umfrage sticht das halt super hart heraus. So ein Dödelvideo mit fast 500.000 Views könnte halt ein Grund dafür sein. Andererseits haben online aus basically fast allen Ländern sehr viele für Vögel abgestimmt. Das Land, wo Marskant hier drin ist, sogar ein Tick mehr als Deutschland, was aber auch daran liegen könnte, dass sie selbst mal einen Vogel auf ihren Schein hatten. Und am Ende des Tages ist es sowieso Lachs. Die EZB möchte jetzt mit den besten drei Ergebnissen arbeiten, was ja auch Vögel einschließt, und genau das wollten wir doch alle eh am Ende. Großartige Vögel auf unsere großartigen Geldscheine. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Und die EZB. Habt euch lieb, euer Plankton. Ja, war mal wieder ein sehr gutes Video von dem Plankton, ne? 5 Minuten ungefähr, aber trotzdem war auf jeden Fall amüsant. Hier vor allem mit dem Strich. Das war wirklich gut. Ja. Dann ciao und Gottes Segen euch allen.